Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Immortals Phoenix Rising. Weiter geht's. Heute gehen wir auf Schatzsuche, Leute. Ich hab's das letzte Mal ja schon angekündigt. Ja, wir machen uns auch gleich mal ganz fix einen Plan, wo wir genau langlaufen. Oh, Phosphi ist auch dabei, natürlich. Und wir werden heute definitiv mal den neuen Schleichangriff ausprobieren. Habe ich mir auch fest vorgenommen. Also, die Karte. Wir gehen zur kleinen Lyra, holen die Truhe. Wir holen die. Ja, und die kleine Lyra hier vorne machen wir auch noch mit. Wir könnten eigentlich auch die Gewölbe machen. Also, wenn wir sowieso schon dran vorbeilaufen, dann machen wir die mit. Ja, und das Ambrosia holen wir auch. Ja, dann haben wir ja schon einen Plan. Bezüglich dieses Schleichangriffs habe ich mir übrigens noch so ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar, also wir können uns ja jetzt unsichtbar machen. Dann landen wir definitiv einen Schleichangriff. Das ist ja grundsätzlich sowieso schon mal cool. Aber dann haben wir ja noch den Schaden von Phosphis Explosion. Muss ich nochmal kurz nachlesen. Genau, Schleichangriffe erzeugen eine Explosion. So, das haben wir noch und durch unseren Helm machen wir noch 150% mehr Schaden gegen unverwundete Gegner. Ich hoffe, das stackt. Also, wenn diese Sachen miteinander kombiniert werden, dann müssten wir eigentlich sehr, sehr viel Schaden machen, glaube ich. Wir probieren es einfach mal aus an den Bären hier vorne. Also, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es voll krass ist. So, und was? 1000? Alter Schwede, 1000? Oh, das ist ja voll crazy. Okay, also mit 1000 habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Boah, das ist ja mega OP. Ja, ich würde sagen, Mechanik verstanden. Boah, vor allen Dingen, das wird uns so viele Kämpfe so viel leichter machen. Hauptsache, der Baum fällt noch um. Boah, da bin ich schon stolz drauf, auf die Kombi. Also das ist ja schon sehr, sehr nützlich. Und schaut mal, da vorne haben wir auch das Ambrosia. Boah, 1000. Krass. Wo war denn die Truhe? Ich glaube, in die Richtung. Da vorne bei diesem Gebäude, genau. 200 Meter in die Richtung. Ich komme immer noch nicht so ganz auf die 1000 klar. Also ich hatte jetzt so 500, 600 eingeplant. Ja, das Gewölbe machen wir dann nach, würde ich sagen. Erstmal ein bisschen Rätsel lösen. Eigentlich müssten wir auch noch ein paar Tiere töten. Für diese Subquest. Ja, mit dem Schleichangriff ist es jetzt natürlich easy GG, ne? Brauche ich mir gar nicht großartig Mühe geben. Auch er sitzt hier, der Arme. Naja. Und direkt weggefeuert, alter Schwede. Es tut mir ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen. Boah, ist das cool. Mega gut. Ja, die Kämpfe werden halt wirklich deutlich, deutlich leichter damit. Aber finde ich auch ganz schön, also so manche Kämpfer haben es ja durchaus in sich. Und wenn man zumindest dem schlimmsten Gegner einer Truppe ordentlich Schaden zufügen kann, dann ist einem ja halt ja schon ziemlich stark geholfen, ne? So. Die nächste Truppe. Nice. Oh, und ihn noch getroffen. Alter Schwede. Oh. Boah, das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte ihn eigentlich mit dem Bogen abballern. Hat so halb funktioniert. Ah, wieso habe ich den anderen anvisiert? Das wollte ich gar nicht. Ich habe einen Stein kaputt gemacht, aus Versehen. Tja, wo könnte ich sein? Und nochmal 1000. Ach,
den Stein, den ich hier aus Versehen kaputt gemacht habe. Ich glaube, den musste ich kaputt machen, um an die Truhe ranzukommen, kann es sein? Krass, einfach so per Zufall gelöst, das Rätsel. Naja. Ja, ein bisschen Loot. Ist okay. Oh, und eine kleine Lyra. Okay, eine relativ lange Melodie. 3, 2, 3, 1, 4. 3, 2, 3. Ich schreibe mir das mal eben auf. Ich habe so einen kleinen Block auf dem Tisch liegen. 3, 2, 3. Was war das dann? 1, 4, glaube ich, ne? Nochmal nachschauen. Jo, das sieht richtig aus. Ja, also wenn die Melodien länger werden, dann kann ich mir die halt auch nicht mehr merken. Zumindest nicht mehrere auf einmal. Deswegen cheate ich so ein bisschen mit Stift und Zettel. Gut, wo geht's denn als nächstes hin eigentlich? Da vorne, 75 Meter. Ach, eigentlich wollte ich das Gewölbe machen, ne? Ja gut, wir holen noch eine Truhe und dann machen wir aber wirklich das Gewölbe. Versprochen. Oh! Holy moly! Das hier ist zum Beispiel so eine Situation, da ist dieser Schleichangriff wirklich unheimlich nützlich, weil ich ihm jetzt halt die Hälfte seiner HP schon abziehen kann. Ja, okay, Hälfte nicht, aber... Vielleicht kann ich ihn runterwerfen. Oh! Alter Schwede! Hey, woher hat die Gurgone den Schaden gekriegt? Oh, oh, oh! Boah, wie ich hier kassiere! Ich wollte doch mal mehr blocken! Ah, ja, klappt so halt, ne? Hier stelle ich mich jetzt aber nicht so gut an. Wie gemein! Ich finde es immer so furchtbar, wenn die Gegner sich gegenseitig killen, aus Versehen. Nein, haben wir auch gleich. Boah, habe ich hier viel HP verloren, alter Schwede. Ja, seitdem ich diesen Schleichangriff habe, bin ich irgendwie unvorsichtig geworden anscheinend. Ich habe massiv an Skill verloren dadurch. Ja, in den nächsten Kämpfen muss ich mal ein bisschen mehr aufpassen. Wo ist denn jetzt die Truhe? Ach, da unten. Oh, eine Waffe. Bitte ein Schwert. Ich will endlich mal ein neues Schwert haben. Nein. Neue Optik. Waldbrand. What? Waldbrand? Ach, das ist wirklich rein optisch. Ja, wobei, sieht ganz cool aus, ne? Oh, ja, ja. Das nehmen wir doch mal mit. Ich wusste nicht, dass man auch Skins finden kann, ehrlicherweise bis gerade. Ich dachte, da wären halt immer neue Waffen drin. Was haben wir denn hier? Nein, Moment, Moment, Moment. Ich wollte doch zum Gewölbe. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Und ich lasse mich wirklich extrem leicht ablenken. Das muss man einfach mal sagen. Da wollte ich eigentlich hin. Ah, machen wir die Gegner noch platt? Ja, ne? Ah, besser ist es. Fantastisch. Oh, doch, das war ein guter Schuss. Noch ein guter Schuss. Oh, und vom Himmel geholt. Sehr schön. Oh, 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 oh. Bodengegner. Ach, da ist ein Fetter dabei. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich meine, ich könnte mich unsichtbar machen auch, denke ich mal.
Sollte eigentlich den Fluggegner anvisieren. Alles geht es. Sehr schön. Ja, machen wir erstmal den Großen fertig. Okay. Nicht schön, aber selten. Ah, jetzt ein bisschen. Ey, was? Nee, der holt die. Der holt die Armee nochmal zurück, oder was? Beziehungsweise er erzeugt eine neue. Richtig frech. Will ich jetzt einen Schleichangriff machen? Nö. Schade. Ja, man kann es ja mal probieren. Okay, dafür kriege ich aber keine Belohnung. Heißt, die werden wir dann hier unten im Riss kriegen. Also zumindest stauben wir da unten ja einen neuen Blitz ab, ne? Die Bürde des Atlas. Aha. Da vorne ist das Ziel. Wo ist denn die Bonustruhe? Hm. So, auf Anhieb sehe ich sie nicht. Vielleicht gibt es hier auch gar keine. Kugel und Kugel. Okay, die ist natürlich leichter hier vorne. Was ist das denn hier? Erstmal den Checkpoint holen. Ach, den kann ich gar nicht aktivieren. Okay, wir legen jetzt einfach mal eine Kugel hier vorne rein. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen komplizierter aus, das Rätsel, als die anderen, die wir bislang hatten. Und was macht das jetzt? Ah, okay, okay, okay. Die bewegen sich jetzt also. Ja gut, da könnte ich natürlich auch die Kugel da vorne verwenden, um diesen Schalter hier zu aktivieren. Schätze ich zumindest mal, dann könnte ich die hochschaffen. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, wir probieren es einfach mal so. Wobei, ich könnte die andere auch hochtragen, keine Ahnung. Sieht so leicht aus. Ich dachte, ich könnte die wirklich komplett hochheben. Aber die muss man auch rollen. Na gut, dann erklärt sich das hier natürlich von selbst. Wahrscheinlich muss man das jetzt immer so im Wechsel machen. Kann das sein? Ja, ja, genau. Dann wird das aktiviert. Oh cool, also netter kleiner Rätselschrein auf jeden Fall, beziehungsweise ein nettes Rätselgewölbe. Ich hoffe, ich darf die Kugel jetzt, ja, darf ich, sehr schön, so da drauflegen. Ah, hätte ja genauso gut sein können, dass man den Wind erst deaktivieren muss. Gut, dieser Schalter wird da vorne die Plattform aktivieren. Kann das sein? Genau. Trotzdem frage ich mich so ein bisschen, wo die Bonusschatztruhe sein soll. Ich meine, hier leuchtet ja wirklich gar nichts. Hm. Ah doch, da hinten. Boah, sogar so ein rotes Leuchten. Hoppala. Vielleicht ist es irgendwas krass Seltenes. Ah. Gut, 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 gut. Da wird die Kugel nach oben gepustet. Hm.
Möchte ich das denn? Und hier vorne geht es ja auch noch weiter, ne? Ja, wobei, da ist ja nichts aktiv. Ah, machen wir erstmal hier normal weiter. Und ich denke mal, diese Bonustruhe, die wird man irgendwie nur mit diesen Kugeln hier erreichen können. So, was macht das jetzt? Ja, die wird einfach automatisch da hochgeschickt. Die hat da oben auch direkt die Plattform hier aktiviert. Okay, okay, okay. Sehr interessant. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und da haben wir auch schon den vermutlich letzten Schalter. Yes! Noch eine Kugel. Oh, wie cool das hier ist. Es macht voll viel Spaß. Eins der interessantesten Gewölbe bis jetzt. Gut, da vorne könnte ich eine Kugel hinbekommen. Jo, also um an diese Kiste ranzukommen, muss ich da vorne irgendwie eine Kugel hinkriegen. Das sollte aber machbar sein. Sieht jetzt nicht so schwierig aus. So, die sollte möglichst gerade rollen, denke ich mal. Die rollt jetzt nicht in die Schlucht oder so. Oh, okay. Alles gut. So, und runter mit dir. Oder auch nicht. Mensch, blöde Kugel. Kann ich mich da eigentlich auch hochboosten lassen? Nice! Sehr schön. Würde auch einfach mal behaupten, wir haben es schon fast geschafft hier. Ja, jetzt kann ich da vorne nämlich die Kugel bewegen. Ach, hier braucht man drei Stück? Nee, zwei. Wenn man zum Ende kommt. Ich frage mich so ein bisschen, was passiert, wenn man hier eine Kugel runterwirft. Ob man dann wohl wieder komplett von vorne anfangen muss? Das wäre ja echt ärgerlich. Okay, da vorne geht's weiter. Ja, dann versuchen wir erstmal die Kugel da irgendwie rüber zu kriegen. Ach, die ist zu schwer. Ach, okay, 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 okay. Ach, jetzt check ich das. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, was der Unterschied zwischen diesen beiden Kugeln ist. Diese Kugel hier, die schwebt nicht in der Luft. Ach so. Das ist ja blöd, jetzt muss ich die hier runterkegeln. Jetzt wissen wir wenigstens, was passiert, wenn man das macht. Ah, die spawnen einfach neu. Okay, nicht ganz so furchtbar. Tja, da muss ich irgendwie die leichte Kugel hier runterkriegen. Also die leichte in Anführungszeichen. Mein Phoenix hat trotzdem ein bisschen Probleme, die zu rollen. Also so ganz leicht scheint die andere auch nicht zu sein. So, okay. Aber wie kriege ich die denn hier hoch? Ah! Man,
Mensch. Es kann so leicht sein. Und die transportieren wir jetzt da hinten erstmal wieder nach unten. Das ist ja aber auch eine Rollerei hier heute. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich hoffe, die kann nicht kaputt gehen, die Kugel. Ich bin mal vorsichtig. Ich will die jetzt hier nicht runterdroppen lassen. Vor allen Dingen, dann erfahren wir gleich auch, was diese rote Lichtsäule bedeutet. Ob das jetzt wirklich irgendwie ein ganz krass besonderer Gegenstand ist. Tada! Rätsel gelöst! Oh, nice! So eine richtig fette Truhe. Und? Neue Optik! Neid des einäugigen Giganten. Aha. Ah, es ist eine Farbvariation. Tja. Ist okay. Oh, hatte ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Also wir merken uns, rote Lichtsäulen sind Skins. Wobei, prinzipiell bin ich eigentlich schon Fan von Skins. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Skins total langweilig finde. Aber ich hätte eigentlich lieber ein Schwert. Ich will endlich mal ein Schwert finden. Einmal so eine neue Waffe oder so eine neue Standardwaffe hier zu haben, das wäre schon cool. Ich weiß auch gar nicht, wie viele verschiedene Waffen es hier gibt. Müsste ich eigentlich mal nachgoogeln. Vielleicht haben wir's. Ja, und hier in der Nähe waren ja, glaube ich, noch zwei Gewölbe, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Das heißt, im nächsten Part werden wir dann auch wieder Gewölbe machen. Damit fangen wir vielleicht mal an das nächste Mal. Und das war's. Oh Mann, so ein cooles Gewölbe. Das hat wirklich Bock gemacht. Ich hoffe, dass die anderen Gewölbe auch so kreativ sind. Das wäre natürlich schon ganz schön. Und da haben wir auch schon unsere Belohnung. Zwei Gewölbe noch. Dann können wir unsere Ausdauer auch wieder erweitern. Ja, liebe Leute, und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann aber auch den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao.